Moin, ich grüße euch, ist der Junge aus Thailand. Ja, ziemlich früh, wir haben kurz nach sechs. Ja, werde mich heute mal daran geben, die Schäden des gestrigen Tages ja beheben, werde ich sowohl nicht alle können. Aber zumindest ja schon mal Hand dran anlegen und schauen, was man schon verbessern kann. Ja, moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sitzt hier noch mit dem Kaffee, grüße euch. Ja, gestern der Tag war natürlich heftig und wir haben im Nachgang ja dann schon viele Dinge bereinigen können. Klar, Aufräumarbeiten, viele Sachen auch wieder trockenlegen. Und so soll allerdings heute auch wieder mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit uns wieder Regen erreichen. Ist ja gut, sind ja froh nach den ganzen ja, Wochen der Dürre, dass hier halt eben mal wieder ein bisschen was an Feuchtigkeit ja runterkommt. Allerdings braucht man es dann nicht so heftig, wie es gestern kam. Wir waren, ja, um es kurz zu fassen, natürlich auch besorgt wegen der Schwiegereltern. Wir sind gestern ins Dorf gefahren und toi, 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 meinen Schwiegereltern nichts passiert. Aber in der näheren Umgebung und Nachbarschaft, ja, sind doch ja, Häuser abgedeckt, teilabgedeckt worden und auch andere Dinge umgekippt wie Sträucher, Bäume, ja, lagen auch auf dem Weg ins Dorf hinein, ja auch Bananen um, habe ich gesehen. Gut, die halten nicht viel aus, ja, die sind schnell abgeknickt. Aber so haben wir dann gestern Abend, nachdem der erste ja, Schock gesackt war, dann auch einige gesehen, die dann über Facebook ihre Schäden berichteten, beziehungsweise zeigten, ja, ist schon Wahnsinn, es ist viel kaputt gegangen im Dorf. Werde ich auch gleich mal reinfahren und werde mich primär erstmal jetzt an den Schaden hinter mich dran geben. Ja, werde die ganze Sache mal demontieren. Ja, habe jetzt schon mal angefangen mit der ganzen Geschichte. Natürlich müssten wir jetzt, ja, damit wir hier weiterkommen. Ja, habe ich dann jetzt hier schon mal das defekte Panel entnommen. Ja, ist auch natürlich klar, ist natürlich auch ein Glasbruch drin. Ich hoffe, wir haben nicht zu sehr in den Pool Sachen reinbekommen. Ist eigentlich recht gut aneinander geblieben. Ich hoffe also, dass es gut gegangen hat. Ja, hab schon zu Ploy gesagt, wenn wir da wieder in den Pool reingehen, ja, als erstes mal in der Ecke da aufpassen, ob da nicht unten auf dem Boden ja, Glas zu finden ist, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch erstmal saugen. Wir haben natürlich gestern auch viel Grünzeug da reingekriegt. Ja, Wasser ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen trüb. Und habe aber jetzt mich davon vergewissern können. Ja, wir laden jetzt weiter mit weniger Leistung, ja. Aber es wird geladen. Das ist schon mal die Hauptsache und ist soweit nichts kaputt. Also wenn ich jetzt hier die Pumpe anstelle auf Hand, springt auch soweit noch alles gut an. Ja, der Wandler hat natürlich gestern auch Feuchtigkeit abgekriegt, aber toi, toi, toi. Ja, hat gut gegangen. Jetzt warte ich so lange dann noch auf Bläue und dann werden wir gleich mal anfangen, hier das Dach zu zerlegen. Ja, ist natürlich ein ganz schöner Knick drin in der ganzen Geschichte hier. Und ist natürlich auch hier an Gelenken abgerissen. Ja, gut geschweißt, nutzt nichts. Ja, dann reißt das Material aus. Ja, apropos Material ausreißen, habe mir dann auch schon mal die Klappe angeguckt. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Ist oben an den Scharnieren. Ja, ein bisschen. Ja, hat natürlich auch im Schweißpunkt ein bisschen gerissen. Ich werde wahrscheinlich wohl die einfachste Art und Weise ist, nachher hier die Mauer ein bisschen beizuarbeiten. Ist ja Yton. Ja, die nach außen etwas wegzuschleifen. Die Klappe kommt jetzt an drei, vier Stellen an die Mauer heran. Werde die wahrscheinlich ein bisschen mit dem Betonschleifer egalisieren. So dass wir die Klappe wieder schließen können. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir das arretieren können, weil
in den nächsten Tagen. Ja, werden wohl Regenfälle jetzt vermehrt sein, aber sollte ja nicht nochmal passieren. Das komplette Gestell ist jetzt natürlich in sich verdreht. Habe ich mir allerdings auch schon gedacht. Ja, bleibt jetzt nur noch über, die ganze Geschichte abzuschneiden an den Gelenken. Ja, wird dann ja eine neue Geschichte kreieren. Allerdings ist das Material, was wir jetzt hier noch haben, ist nur hinten am Ende verbogen. Ich kann es noch benutzen. Ich habe in der Zukunft vor, für unser Treik, ja hier für unsere Farm, einen kleinen Hänger zu bauen. Werde ich wohl dafür zweckentfremden. Das jetzt wegzuschmeißen wäre zu schade. Werde ich wohl dazu benutzen. Schneide das jetzt ab und dann werde ich mich mal an die Klappe bewegen. Jo, hab jetzt alles abmontiert. Ja, gemäß dem Spruch, wenn du kein Glück hast, dann kommt da noch Pech hinzu. Ja, war Ploy jetzt gerade hier und hat mir offeriert erleben, dass meine Schwiegermutter sich gestern noch ja, auf der Treppe hingelegt hat. Rückenblau. Ja, muss sich ständig übergeben. Also gehe ich davon aus, können wir heute auch noch zum Krankenhaus fahren. So sieht es dann jetzt erstmal hier aus. Wir haben jetzt die Gelenke ja wieder rekonstruiert. Ich habe jetzt ja alles Überflüssige erstmal wieder abgeschnitten. Ja, momentan läuft die Pumpe hier unter diesen beiden Blechen. Hat die jetzt so ein bisschen als Sonnenschutz dahin getan. Pumpe arbeitet auch. Kann man hier gut sehen. Ja, wir haben natürlich auch Wasserüberschuss jetzt hier drin. Und ja, so kann jetzt erstmal die ganze Geschichte hier arbeiten. Wie gesagt, die Ladekapazität ist jetzt weniger. Ja, aber reicht immerhin noch dazu aus, die Batterie so ein bisschen am Leben zu erhalten, beziehungsweise ja, genug Spannung beziehungsweise Ampere zur Verfügung zu stellen, dass die Pumpe laufen kann. Dann gebe ich mich jetzt mal an die Klappe. Wobei ich sagen muss, ja, mit der Klappe, zeig's euch mal. Ja, willst du die zuziehen? Dann kommt die, ja, man kann es da sehen, an zwei, drei Stellen so ein bisschen dran. Natürlich ein bisschen nach unten gewandert. Ja, die Scharniere haben natürlich da oben einen Schlag bekommen. Ich habe die aber auch sehr gut verschweißt und ja, wie das so ist, wenn ein Material mit Wucht gestreckt wird. Na, steckst natürlich nicht hinter, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich die drei, vier Stellen nur beschleifen. Vorsichtig, ich will mir so wenig wie möglich beschädigen, damit ich wenigstens erstmal die Klappe wieder bündig bekomme und dann muss ich mir ja irgendwann überlegen, dass die Klappe halt eben nicht reinschlagen kann. Natürlich sehr kontraproduktiv. Ja. Wir waren eigentlich froh, die Klappe so zu haben, wie sie war. Die war auch immer recht stramm dagegen, aber dass dann ja so eine Windlast da drauf sitzt, dass sie uns den ganzen Kladderadatsch natürlich nach innen schlägt, ist natürlich Mist. Wir haben jetzt ein paar Stellen angezeichnet, die ich beschleifen muss. Ja, willst du machen? Gib Dreck. Hab allerdings den Ventilator hier eingeschaltet. Ich hoffe, ich kann mir so ein bisschen Durchzug machen. Alte Klamotten hat man ja eh an. Nur sollte ja so wenig wie möglich Staub hier entstehen. Schauen wir mal. Ja, Klappe lässt sich wieder schließen. Wie man sehen kann, ich kann sie jetzt wieder verriegeln. Allerdings sieht die Küche jetzt auch 3 Jahre älter aus. Das ist schon Wahnsinn. Ich kann mich jetzt gleich erstmal daran geben, alles ja, sauber zu machen. Will man machen, aber die Klappe ist jetzt wieder zu. Jetzt muss ich mir dann halt eben überlegen, Anschläge. Vielleicht werde ich hier Winkel setzen, die dann die ganze Sache begrenzen und nicht nach innen schlagen können. Weil nach außen geht es ja nicht, ist ja hier begrenzt. Ja, war jetzt mal ein Tag der Schadensbearbeitung bzw. Schadensbehebung. Wenn ihr bis hier dran gewesen seid, freut mich durchaus.
Ja, gibt ja nichts Schöneres, wie andere Leute beim Arbeiten bzw. immer schwitzen zuzusehen. Ich habe jetzt noch Arbeit vor mir. Wünsche euch halt ein schönes Wochenende. Bis denn. Tschüss.